Dominik, heute machen wir ein Selfie-Video, weil wir keinen Kameramann gefunden haben. Ich hoffe, man sieht uns, man versteht uns. Ja, was machst du heute in der Stadthalle? Einen Sponsortermin habe ich gehabt. Ich komme direkt vom Training, fahre jetzt wieder heim und bereite mich für meine Challenge morgen vor. Sponsorentermin hat was mit einer Uhr zu tun, oder seht ihr das? Rado, ja, das ist traditionell schon jedes Jahr. Ja. Bin ich nach den Matches bei Rado. Letztes Jahr war es schöner, da war es nach einem Sieg, war ich nach einer Niederlage, ja. Du, Ö3 Challenge, erklär mir mal ganz kurz, was das ist. Ich höre das im Radio die ganze Zeit. Mit Tom habe ich gestern schon geredet, mit Thomas Muster, der ist auch involviert. Was passiert da genau? Ja, es ist schon die, weiß nicht, vierte Challenge das Jahr. Und es war einmal, es melden sich immer Leute an, können sich alle Leute anmelden und die haben dann halt eine Challenge. Und die Challenge ist, von 10 Aufschlägen gegen mich, 3 zurück ins Feld retournieren. Und das ist halt die Tennis-Challenge. Und dann war schon mal Beachvolleyball-Challenge, Skisprung, hat's gegeben und Skisprung, so, ja. Marathon. Und wie schaut das aus? Du hast ersten und zweiten Aufschlag? Ja, und genau. Du ziehst voll durch? Sicher, ja. Zweitens habe ich mich... Also dein Ziel ist, dass du gewinnst quasi. Also du schenkst da nichts her. Das ist mein Ziel, Vollgas. Mein Ziel und zweiter Kick und dann... Mein Ziel ist ein 10-0. Ein 10-0 ist dein Ziel? Das ist mein Ziel, ja. Und alle, die mitspielen, also die wissen schon, dass du da 220 servierst. Wie schnell servierst du eigentlich? Was war denn der schnellste bisher, den du mal serviert hast? Das war in Marokko, aber ich glaube, das war eine falsche Anzeige. 305 oder was? 236. 236. Aber ja. Nein, ich habe die Liste gesehen, der Teilnehmer, also da kenne ich einige. Habe ich mit einigen in der Jugend gespielt, also die können echt Tennis spielen. Und da wäre ich glücklich, wenn ich über einen ersten Aufschlag gehen könnte. Und das ist hier in der Stadthalle, am Freitag? Das ist am Center Court, ja. Am Center. Wann ist das genau, glaub, wenn wir zuschauen? Das ist zwischen den 4 Vierteln, also nach 2 Vierteln, glaube ich, ist das. Also in der vollen Stadthalle. Das habe ich natürlich ein bisschen einen Vorteil, weil ich das ein bisschen mehr gewohnt bin als die. Die Leute, die sich anmelden, die werden da auch ein bisschen einen Strich in der Hose haben. Für dich ist es nicht optimal gelaufen, muss man sagen, aber trotzdem tolles Turnier, oder? Also jetzt auch mit Ferrer, Murray. Sicher, ja, und das ist natürlich auch gut fürs Turnier, wenn jetzt der Murray da ist, der Ferrer da ist. Ist nicht so schlimm, dass ich ausgeschieden bin. Und von dem her, der Jürgen hat die zweite Runde gespielt, das passt. Und von dem her, ja. Wie ist es bei dir dann? Nächstes Jahr. Schau mal ein bisschen zu, dann auch noch Murray Ferrer oder nicht wirklich? Du trainierst schon wieder oder? Ich trainiere wieder, ja, und da ist es ein bisschen anders, weil es halt in Wien ist. Aber sonst will man eigentlich nur weg vom Turnier, wenn man verloren hat und sich schon aufs nächste vorbereiten. Was ist nächste Woche? Basel. Und dann Bercy und dann? Bundeswehr. Bundeswehr, ich weiß nicht. Österreich, Bundeswehr, bei uns Bundeswehr. Genau, ja. Wie lange musst du hin? Ich denke, 4 Wochen hast du wahrscheinlich, Grundausbildung, oder? Ja. Also ich hoffe. Du, ich habe es auch gemacht, mir hat es nicht geschadet, also ich wünsche dir alles Gute. Man sieht mal, dass man das nicht geschadet hat. Dann geht es mal in Urlaub, nein, bleibt keine Zeit mehr das Jahr, oder? Nein, keine Zeit für den Urlaub, ich Bundeswehr und dann ja, direkt Saisonvorbereitung. Wo geht's denn los? Erstes Turnier im Jahr, warst du das auch schon, oder? Ich glaube, dass ich direkt nach Australien fliegen werde, Brisbane, Sydney und dann Melbourne. Perfekt, du, dann wünsche ich dir alles Gute. Für die Ö3 Challenge, für die nächsten 2 Turniere, für das Bundesheer. Steht einiges an, ja. Das nächste Jahr. Dominik, alles Gute. Ciao. Okay. Ciao.